Wir haben für die nächsten, also für heute und die nächsten 2 Abende das Thema, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war, aber so ungefähr Liebe, Beziehung, Sex und Dharma-Praxis. Und ich habe die Aufgabe übernommen, diese Vorträge zu halten und bin gespannt, wie das so wird. Interessantes Thema. Und ich habe den Gedanken gehabt, so zu diesem Thema ein paar Dharma-Abende zu machen, schon vor ein paar Monaten, weil ich einfach das Gefühl hatte, es ist einfach so ein wichtiges Thema im Leben von so vielen Menschen. Und vielleicht ein Thema, worüber wir nicht oft genug hier auch reden. Und deswegen hatte ich mir dieses Thema ausgesucht. Und ich würde gerne erstmal heute ganz allgemein mehr so sprechen, was unser Bild ist, was wir so reintragen in das Thema Liebesbeziehung, Paarbeziehung, welche Mythen wir da vielleicht mitbringen, vielleicht auch ganz unbewusst und was das buddhistische Bild eher ist. Nächsten Dienstag würde ich dann ein bisschen mehr versuchen, ein paar Arbeitsfelder von Dharma-Praxis in der Paarbeziehung aufzuzeigen, anzusprechen. Da könnte man sicherlich mehr als einen Abend zu halten, aber ich werde versuchen, nur ein paar Punkte rauszugreifen. Und dann in 2 Wochen werde ich das Thema Sex und eben auch den dritten Vorsatz ein bisschen mehr beleuchten. Also das ist so, was ich vorhabe für die nächsten 3 Abende. Und heute dachte ich dachte, es ist sinnvoll, sich vielleicht erstmal zu überlegen, wenn man überlegt, was ist das buddhistische Blick auf dieses Thema Paarbeziehung, Liebesbeziehung, sich erstmal so bewusst zu machen, was sind denn die Ideen, die wir so mitbringen kulturell? Was sind denn so kulturelle Einflüsse, die wir so mitbringen im Westen, in Europa? Und ich denke, es gibt 2 große Einflüsse, denen wir so ausgesetzt sind. 2 große Einflüsse, die unser Bild von Liebe oder Paarbeziehung geprägt haben. Das eine ist das Christentum. Ja, wir haben 2000 Jahre christliche Kulturgeschichte hinter uns und das hat einen Einfluss. Das hat einen prägenden Einfluss, selbst wenn vielleicht manche von uns sich nie selbst als Christen betrachtet haben, empfunden haben, auch vielleicht gar nicht in einem christlichen Haushalt groß geworden sind, hat das trotzdem auf unser Denken kulturellen Einfluss. Und im Christentum ist Ehe nicht einfach bloß eine Beziehung zwischen 2 Menschen. Im Christentum ist Ehe oder die Liebesbeziehung nicht einfach eine Sache, die nur diese 2 Menschen was angeht, sondern es ist ein Sakrament. Eines der, ich weiß nicht mehr genau, wie viel sind es, 7 oder 8, ich habe es vergessen, heiligen Sakramente. Und ein Sakrament aus Sicht des Christentums, die verschiedenen christlichen Schulen interpretieren das ein klein bisschen anders. Aber im Kern ist ein Sakrament im Christentum ein Ritus, eine rituelle Handlung, die etwas symbolisiert, was von Gott kommt, wo die Gnade Gottes wirkt. Das heißt, in einem Sakrament wirkt Christus. Ja, Christus oder Christi Kraft wirkt durch die Sakramente hindurch. Das heißt, wenn die Ehe ein Sakrament ist, dann ist es offensichtlich eine heilige Angelegenheit. Also aus christlicher Sicht ist die Ehe eine heilige Angelegenheit, eine spirituelle Angelegenheit. Das wären eher die Worte, die wir so verwenden dafür. Es ist nicht eine persönliche Angelegenheit zwischen 2 Leuten oder nicht nur. Ja, Gott wirkt durch das Sakrament der Ehe in diese Beziehung hinein oder, und diese Beziehung wird vor Gott geschlossen. Ja, eine Ehe wird vor Gott geschlossen, ist also, ja, von Gott bezeugt. Hat also eine spirituelle Bedeutung. Ja. Und das ist sicherlich etwas, was unwillkürlich auch noch in unserem Bewusstsein wirkt. Die Vorstellung, dass Ehe oder diese Beziehung, die Liebesbeziehung zu dem einen Partner, zu dem einen und einzigen Partner im Leben, die eine ganz, ganz besondere Bedeutung. Das ist nicht nur einfach eine Beziehung neben vielen anderen, sondern die, für die eine ganz, ganz besondere Bedeutung hat. Die zentrale und wichtigste menschliche Beziehung überhaupt. Natürlich ist für einen Christen die Beziehung zu Gott auch sehr wichtig, aber unter der Palette verschiedener menschlichen Beziehungen, die man eingeht, ist die Liebesbeziehung, die Paarbeziehung absolut zentral. Ich mache öfter Einzelklausuren, also ein Retreat für mich alleine, und dann sucht man sich geeignete Häuser und ich hatte ein schönes Häuschen gefunden, sehr abgelegen, wunderbar. Toll geeignet war ich ein paar Mal, aber die hatten ganz, ganz viel christliche Literatur. Die hatten regaleweise Bücher und das meiste davon war christliche Literatur. Und ab und zu hat dann man die Momente auf Einzelklausur, wo man dann doch die Neigung hat, sich mal abzulenken. Und dann habe ich da mal so geguckt, was die so hatten. Und dann war so ein richtig dicker Wälzer, der hieß Christliche Ethik. Ich glaube, Kompendium christlicher Ethik. Da dachte ich, oh, gucke ich mal, ne? Ethik interessiert mich ja auch sehr. Möchte mal wissen, was sie dazu schreiben. Und das Kapitel zur Ehe war unglaublich lang und umfangreich. Ich habe damals gezählt und mir das notiert, weil mich das so beeindruckt hat. Das Kapitel zur Ehe
waren 138 Seiten lang. Dann habe ich mal geguckt, das Kapitel zur nächsten Liebe war 33 Seiten lang. Dann dachte ich, ach, das ist interessant. Ne? Also das Kapitel zur Ehe war viermal so lang wie das Kapitel zur Nächstenliebe. Im Buddhismus wäre das ganz anders. Ja? Im Buddhismus wäre Nächstenliebe oder in unseren Worten Metta wäre eines unserer Kernthemen. Dem würden wir wahrscheinlich einen großen Teil von so einem Buch widmen, wenn es um Ethik geht. Und wahrscheinlich, ja, Ehe wäre vielleicht irgendwo eine Fußnote. Aber das fand ich doch sehr interessant. Ja. Also das, ne, es ist eine spirituelle Angelegenheit, das ist die eine Botschaft aus dem Christentum. Es ist die wichtigste Beziehung im Leben, das ist diese andere Botschaft. Und es ist unauflösbar. Es ist die einzige Beziehung dieser Art im traditionellen christlichen Glauben. Schließt man die Ehe in der Regel nur einmal, es sei denn, man heiratet nochmal, weil man verwitwet wird. Aber es ist unauflösbar. Ja, es ist ein Band, das man vor Gott eingeht und was unauflösbar ist. Man kann seine Entscheidung nicht revidieren. Es ist eine spirituelle Sache, die lässt sich nicht mehr ändern. Scheidung gibt es nicht. Ja. Und ich denke, selbst wenn wir selbst nicht Christen sind und auch ganz bestimmt nicht von uns sagen, dass wir ein christliches Bild von Ehe oder von Beziehung haben, vermute ich, dass wir doch irgendwie getönt sind von diesen, dass die so Restgefühle da bleiben, dass eben Ehe oder die Liebesbeziehung was ganz Wichtiges ist, was Zentrales. Das Gefühl vielleicht sogar, dass es was Heiliges ist. Auf jeden Fall was ganz Besonderes. Für die meisten Menschen würde ich sagen, ist die Liebesbeziehung nicht eine Beziehung unter vielen, sondern schon die Kernbeziehung. Das ist der eine große Einfluss, den wir so ausgesetzt sind in unserem Denken, kulturell gesehen. Der andere große Einfluss ist der romantischen Liebe. Und wenn man guckt, was ist romantische Liebe, das ist nicht so ganz eindeutig zu definieren, ja? Aber auf jeden Fall gibt es sozusagen Vorläufer der romantischen Liebe, findet man in der höfischen Liebe des Mittelalters. Und die höfische Liebe des Mittelalters war im Grunde genommen so eine Art Spiel. Es war das Spiel von Troubadouren, die Liebesgesänge entwickelten für die fernen, schönen Damen, die völlig unerreichbar für sie waren. Und es war ein Anbeten einer Frau. Ja, der Mann betet die Frau an, also die höfische Liebe ging immer so rum. Der Mann betet die Frau an. In der Regel war es ein Mann eines niederen Ranges, der eine ranghöhere, also im sozialen Status ranghöhere Frau angebetet hat. Und es ging nie dazu, jemals in eine reelle Beziehung miteinander zu treten. Es war also wirklich ein Spiel mit Gefühlen und mit ganz klar mit Projektionen, wie wir das heute nennen würden. Und es war eine vollkommen idealisierende Art der Liebe. Das heißt, der Troubadour, der seine Geliebte anbetet oder besingt, erhöht sie zu einem Ideal. Diese Frau ist dann die Verkörperung aller Tugenden, aller Qualitäten. Es ist kein reeller Mensch mehr, sondern es ist einfach ein Symbol für alles Schöne, Wahre, Gute. Also die höfische Liebe war in dem Sinne niemals wirklich eine reell gelebte Liebe. Aber ein Widerhall von Ähnlichem, oder vielleicht man könnte sagen, das war ein Vorläufer von dem, was dann später die Romantik mit sich brachte. Die Romantik, die so einsetzte Ende des 18. Jahrhunderts, setzte wiederum eine Welle ein von einem Bild von Liebe, was wir eben heute als die romantische Liebe bezeichnen würden. Und die kennzeichnet sich durch zwei Dinge. Wiederum ist eine sehr idealisierende Liebe. Sie idealisiert und sie idealisiert zwei Dinge. Zum einen das Objekt der Liebe. Das heißt auch in der romantischen Liebe der Romantik, also des 18., 19. Jahrhunderts, ist die Angebetete oder auch der Angebetete idealisiert. Ich weiß nicht, ich kann mich noch erinnern, in der Schule, die Leiden des jungen Werther, haben wir die alle gelesen? Ich erinnere mich, Lotte, die Angebetete von Werther, war kein Mensch, die war einfach ein Bündel von allen Qualitäten, Güte, Intelligenz, Klugheit, Wärme, Mitgefühl, alles in einer Person vereint. Ja, es ging nicht um reellen Menschen, sondern um ein Bild von Idealsein. Das heißt, der Geliebte oder die Geliebte in der romantischen Liebe steht für die Summe alles Erstrebenswerten, für etwas Höheres und ist das Ziel aller Sehnsucht. Ein Sturm und Drang, diese starke Entwicklung von Sehnsucht. Also die romantische Liebe idealisiert das Liebesobjekt und zweitens idealisiert sie Gefühl an sich. Das ist sowieso ein wichtiges Thema in der Romantik, nicht das einzige, aber ein wichtiges Thema in der Romantik ist, Romantik ist teilweise als Gegenbewegung zur Aufklärung entstanden und in der Aufklärung wurde großer Wert gelegt auf den Verstand, die Vernunft, die Rationalität, die Erkenntnis
Und als Gegengewicht dazu und als Gegenreaktion dazu wurde in der Romantik das Gefühl viel mehr in den Vordergrund gestellt, teilweise überhöht. Eine Überhöhung von intensivem Fühlen, ja, mit Suchen nach, nach auch alten Mythen oder Märchenthemen oder Bildern, die Gefühle hervorbringen und steigern. Eine Steigerung von Fühlen. Ja, das ganze Bereich von Fühlen und von Sehnsucht wurde zelebriert teilweise. In der Romantik findet man auch dieses Motiv, die Suche nach Selbstübersteigung. Ich suche nach etwas, was mich aus mir heraushebt in etwas Höheres. Und auch die romantische Liebe, eigentlich, wenn man guckt, was die Wurzeln der romantischen Liebe sind, das war eigentlich ein Roman. Also die Idee dieser romantischen Liebe ist nicht Menschen, die das tatsächlich miteinander irgendwie entdeckt hätten als Ideal, sondern es ist ein Ideal, was eigentlich aus der Literatur kam. Also in Romanen gefeiert wurde als das Ideal von Liebe. Also es gibt heutzutage, kann man einiges finden, Bücher zum Thema, ja, romantische Liebe, eine Erfindung der Moderne, also eine literarische Erfindung der Moderne, könnte man sagen, oder jedenfalls behaupten das manche Soziologen. Und trotzdem war dieses Ideal so stark, es wurde so stark aufgenommen, dass Menschen auch eben versuchten, das zu leben. Und ich würde sagen, seit ungefähr 1800 ist das wahrscheinlich das Bild von der Paarbeziehung, von der Liebesbeziehung, was am stärksten Einfluss hatte auf unsere Vorstellung davon, wie eine Liebesbeziehung auszusehen hat. Das heißt, wenn man versucht, diese romantische Liebe zu leben, tatsächlich, dann ist das eine Suche nach einer intensiven persönlichen Beziehung, die auf Gefühl basiert ist, auf intensiver emotionaler Empfindung, dauernder intensiver emotionaler Empfindung, auch auf sexueller Intensität. Ja, hier kommen anders als in der höfischen Liebe das Fühlen und das tatsächlich sexuell miteinander interagieren kommt zusammen, das fällt zusammen im Ideal der romantischen Liebe. Es ist auch da das Bild einer lebenslangen Beziehung, der Beziehung mit dem ganz Besonderen, mit der Person, die zu einem passt, die ganz besondere Person, die einen ein Leben lang begleiten und erfüllen wird. Aber gleichzeitig muss das Ideal der romantischen Liebe auch herhalten für so praktische Sachen wie Kinder zu bekommen und die irgendwie großzuziehen und Geld zu verdienen und all das, was da mit der Gründung einer Familie so einhergeht. Also ein ganz schön großer Anspruch an romantische Liebe, da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück. Und irgendwie vielleicht, wenn ich das so erzähle, dann denken wir, naja, okay, Jana Schandler übertreibt ein bisschen, aber so im Großen und Ganzen ist es doch, wie Paarbeziehungen sind, oder nicht? Weil wir einfach so geprägt sind von diesem Bild von Paarbeziehungen, dass wir es kaum anders kennen. Aber eigentlich war das in unserer ganzen Menschheitsentwicklung bis vor ein paar hundert Jahren anders. Menschen haben nicht Ehen gegründet, weil sie ineinander sich verliebt haben und das Gefühl hatten, dass sie jetzt den einen wahren Partner gefunden haben, der sie emotional ihr ganzes Leben erfüllen wird, sondern sehr oft aus sehr simplen, praktischen Erwägungen. Weil man braucht diese Familie, um Kinder aufzuziehen. Man braucht ökonomisches Zusammenarbeiten, um das möglich zu machen. Das heißt, das waren auch teilweise durchaus vernünftige Erwägungen, die so Paare zusammengebracht haben. Sehr oft waren das die Familien, die Paare zusammengebracht haben und nicht unbedingt das Verliebtsein. Aber seit 1800 ist das unsere prägende Vorstellung von Paarbeziehung. Ja, im Buddhismus, was sagt der Buddhismus über die Liebesbeziehung, die Beziehung der Ehe? Eine sehr viel pragmatischere Sicht, viel, ich würde fast sagen, nüchterner, wobei das vielleicht jetzt nicht das ansprechendste Wort ist, aber auf jeden Fall eine viel pragmatischere Sicht, nicht so überhöht, nicht so aufgebauscht. Also zuerst mal sieht der Buddhismus die Beziehung, ich sage zwischen Mann und Frau, aber heutzutage können es natürlich auch gleichgeschlechtliche Beziehungen sein, als eine ganz einfache menschliche Beziehung. Also eine Angelegenheit zwischen den beiden Menschen, zwischen denen das passiert. Es ist keine religiöse Angelegenheit. Wenn in buddhistischen Ländern eine Heirat stattfindet, dann gibt es da eine häusliche Feier. Da ist kein Priester gegenwärtig und da gibt es auch keinen religiösen Ritus dafür. Es mag sein, dass Mönche eingeladen werden, die dann zum Schluss nochmal einen Segen sprechen, aber die vollziehen nicht die Ehe. Die Ehe ist was absolut, hat nichts mit unserer spirituellen Praxis zu tun im Buddhismus. Einfach eine menschliche Beziehung zwischen zwei Menschen. Nichts an sich Spirituelles, nichts an sich Heiliges. Im Gegenteil, der Buddha hat oft genug betont, dass eine der großen Fesseln, die uns zurückhalten, eines der drei Gifte, ist Verlangen.
Sinnliches Verlangen ist eines der drei großen Gifte, die uns zurückhalten, neben Hass und Verblendung. Und insofern hat der Buddha immer wieder gewarnt, auch vor den Gefahren des Verlangens, der Gier oder auch des Anhaftens, des Festhaltens, des ein Herz an Dinge oder Menschen hängens. Davor hat er immer wieder gewarnt. Er hat sehr klar gesehen, was Verlangen oder Anhaften mit sich bringt, nämlich eine Menge Schmerz. Und da hat er auch kein Blatt vor den Mund genommen. Und insofern hat er auch von Anfang an Menschen, er selbst hat das Vorbild gesetzt, er ist in die Hauslosigkeit gezogen und viele haben das nach ihm auch getan, Männer und Frauen, die in die Hauslosigkeit gezogen sind. Und der Buddhismus ist die erste spirituelle Tradition meines Wissens, die eine klösterliche Tradition aufgebaut hat, lange vor dem Christentum. Eine Tradition von ja, einer Lebensform, dem Aufbauen von Liebesbeziehungen, dem Gründen von Familien entsagt, dem Aufbauen von Besitz. Also die Tradition von Mönchen oder Nonnenorden und klösterlichem Zusammenleben, das natürlich zur Libertär ist. Das heißt, das war von Anfang an durchaus ein wichtiger Strang im Buddhismus von den Gründerzeiten an, zwar nicht der einzige, obwohl der Buddha ganz klar gesagt hat, dass ein Leben in der Entsagung, ein Leben in der Hauslosigkeit für viele Menschen, für die meisten Menschen die besseren Bedingungen bietet, für eine vertiefte, tiefere Praxis, hat er niemals gesagt, das ist die einzige Weise, das zu erlangen. Er hat nicht gesagt, das müsst ihr machen, wenn ihr meine Schülerinnen und Schüler seid, aber er hat es empfohlen. Er hat ganz klar das als eine tiefgehende Praxis empfohlen. Das Zölibat, das Loslassen von weltlichen Verpflichtungen aller Art, unter anderem auch Familie und Ehe. Aber er hatte auch von Anfang an sogenannte Laienanhänger und Anhängerinnen, also Menschen, die in ihren gewohnten Lebensbezügen geblieben sind und trotzdem intensiv praktiziert haben und trotzdem Einsicht erlangt haben, trotzdem auch den ganzen Pfad gegangen sind. Das ist also kein Entweder-Oder, aber es ist eine Empfehlung. Also im Buddhismus beginnt mit dem Buddha selbst, aber auch in späteren Generationen wird die Ehe oder die Zweierbeziehung nicht überhöht und nicht besonders idealisiert, sondern eher als die tendenziell etwas weniger günstige Situation für Praxis betrachtet. Das ist, diejenigen von uns, die Kinder haben, wissen, was das heißt. Ja, ich habe gerne Kinder und ich habe das mir auch selbst gewählt und ich würde es auch wieder tun. Aber manchmal sind die Bedingungen für Praxis durchaus herausfordernd. Und ich sehe einige von euch, die grinsen, und das sind die Leute, die auch kleine Kinder haben oder hatten. Also es ist nicht unbedingt die Situation, die Ruhe, Stille und ganz viel Zeit für Reflexion und Tiefergehen bietet. Die bietet andere Herausforderungen, die man auch sehr, sehr gut spirituell nutzen kann. Und deswegen machen wir jedes Jahr auch Familienretreats, wo wir versuchen, genau die aufzuzeigen. Aber es ist durchaus, bringt seine Herausforderungen mit sich. Das Leben als Haushälter, wie das manchmal in den alten Schriften genannt wird. Was der Buddha über Ehe gesagt oder zum Thema Ehe, war im Grunde genommen oft nicht sehr viel anders, als was er zu Leuten gesagt hat, die in die Hauslosigkeit gezogen sind. Es ist nicht, als hätte er ein anderes Set von Praktiken unterrichtet, sondern im Grunde genommen sind das die gleichen Praktiken, nur so zugeschnitten, dass sie auch praktizierbar sind für Menschen, die eben nicht in einem Kloster leben oder völlig zurückgezogen von weltlichen Verpflichtungen. Grundsätzlich hat der Buddhismus eine sehr liberale Sicht auf Ehe, also sehr wenig oder gar keine Vorschriften. Weder gibt es so eine moralische Pflicht zur Ehe, auch nicht für Leute, die jetzt nicht Nonnen oder Mönche sind. Es ist zum Beispiel anders als zu der Zeit des Buddha die Kultur dessen, was man Hinduismus nennen könnte oder ein Vorläufer vom Hinduismus, sah zum Beispiel vor, dass eine Frau, die Pflicht einer Frau war, Kinder zu kriegen. Eine Frau, die, es war undenkbar, dass eine Frau Single bleiben könnte. Ja, es war ihre Pflicht zu heiraten und es war ihre Pflicht, Kinder zu kriegen. Und für einen Mann vielleicht nicht ganz so stark, aber im Grunde genommen auch. Also so eine Art religiöse Pflicht zum Heiraten und Kinderkriegen für beide Geschlechter. Und in gewisser Weise so eine Art moralische Verpflichtung ist im Christentum auch zu spüren. Ja, also man hat Sex, um Kinder zu zeugen und neues Leben in die Welt zu bringen. Das ist im Buddhismus nicht so. Ja, Menschen sind frei zu sagen, und war auch schon zur Zeit des Buddha so, Menschen sind frei zu sagen, ich gehe so eine Beziehung ein oder ich gehe die nicht ein oder ich gehe eine Beziehung ein, aber ich habe keine Kinder. Also da war keinerlei Ansprüche oder spezielle Erwartungen daran geknüpft. Also es ist wirklich die Entscheidung jedes Einzelnen von Anfang an,
seit der Zeit des Buddha gewesen, ob man so eine Beziehung Ehe eingeht oder nicht, ob man Kinder hat oder nicht. Und es gibt auch durchaus buddhistische Kulturen, wo Polygamie praktiziert wurde, und es gibt auch im Himalaya-Gebiet buddhistische Gemeinschaften, wo auch Polyandrie praktiziert wird. Also auch da keine festen Regeln. Polyandrie ist, wenn eine Frau mehrere Ehemänner hat. Oft sind das Brüder, die dann zusammen eine Frau heiraten. Ich glaube, das ist so im Himalaya-Bereich, im Gebiet ist das manchmal verbreitet. Okay, aber auch wenn wir praktizierende Buddhisten sind, vermute ich, dass wir noch gespeist sind von Bildern oder von Ideen oder von Vorstellungen über Liebesbeziehungen, Paarbeziehungen, die nicht unbedingt speziell buddhistisch sind. Zum Beispiel werden wir wahrscheinlich alle, ohne das groß zu reflektieren, davon ausgehen, dass jede Paarbeziehung natürlich damit anfängt, dass man sich verliebt. Irgendwie kennen wir das nicht anders. Obwohl das eine relativ moderne Konzeption von Paarbeziehung ist, aber wir kennen es nicht anders. Wir betrachten wahrscheinlich so eine Basis von einem Gefühl von Liebe, von einem Gefühl von Angezogensein als eine ganz wichtige Voraussetzung für eine Paarbeziehung oder als der Ausgangspunkt schlechthin für eine Paarbeziehung. Selbst heute noch, wir haben ja auch einen großen Teil unseres Ordens in Indien, und ich weiß, dass viele meiner indischen Ordensbrüder und Schwestern immer noch, wenn die verheiratet sind, die meisten von ihnen sind das, arrangierte Ehen haben. Also Ehen, die sie nicht selbst, sich selbst ausgesucht haben, sondern die von den Eltern, von den Familien für sie ausgesucht wurden. Das ist also durchaus bei Leuten meiner Generation noch völlig üblich, dass sie nicht sich kennengelernt und verliebt haben, sondern dass die Eltern einen passenden Partner oder eine passende Partnerin gesucht haben. Und die sprechen da auch gar nicht so schlecht darüber. Das scheint teilweise dann, wenn die nette Eltern haben, eine wohlwollende Familie, die jetzt nicht nur deren Wohl denen auch am Herzen liegt, dann kann das durchaus auch gut funktionieren, dass man also schaut, okay, welche Person würde zu meinem Sohn, zu meiner Tochter passen, und was denken wir, wäre eine Ehe, die funktionieren könnte. Aber auch in Indien heute und auch in vielen anderen Kulturen, wo noch bis vor kurzem das so üblich war, hat sich unser Bild der Liebesbeziehung, der Liebesheirat durchgesetzt. Das heißt, die jungen Leute in Indien, in der Regel heute speziell, wenn die in Städten sind, werden auch Liebesheiraten eingehen. Die Eltern haben wahrscheinlich immer noch ein Wörtchen mitzureden, aber die Initialzündung ist wahrscheinlich auch jetzt bei den jungen Leuten in Indien eher das sich verlieben. Manchmal sagen das auch unsere Leute da in Indien, die sagen auch, oh yeah, we had a love marriage, weil das ist noch was Besonderes. Ja, wir hatten eine Liebesheirat, also wo wir irgendwie denken, wie, gibt's was anderes? Ja, aber es gibt was anderes. Okay, was ist denn Verliebtheit? Ja, wir waren alle schon mal verliebt, denke ich mal. Vielleicht auch viele Male, vielleicht sind wir auch manche von uns, verlieben sich immer wieder neu. Vielleicht ist es bei anderen schon länger her. Aber was ist Verliebtheit? Ist auf jeden Fall ein sehr starkes Gefühl. Ne? Wenn man sich wirklich Hals über Kopf verliebt, sagt ja schon diese Formulierung, Hals über Kopf verliert, dann hat der Kopf nicht mehr viel zu sagen, aber es ist sehr, sehr viel Gefühl. Es ist intensives Fühlen, intensives Leidenschaftliches, sich hingezogen fühlen, hat oft was Rauschhaftes. Ich weiß nicht, was eure ersten Assoziationen sind, wenn ihr euch erinnert an eure Verliebtheiten in eurem Leben. Vielleicht denkt ihr, oh, was für eine glückliche Zeit. Vielleicht denkt ihr auch, was für eine schreckliche Zeit. Oft ist es so eine Mischung, auch sehr beglückend und sehr quälend. Das sind auf jeden Fall sehr starke Gefühle. Manche würden vielleicht gerne immer in diesem Zustand leben. Ich ehrlich gesagt nicht. Mir wäre das zu anstrengend. Ich finde das ja schön, wenn das mal so ein bisschen ist. Aber ehrlich gesagt, auf Dauer wäre mir das echt zu anstrengend. Auf Dauer wäre mir dieser Zustand persönlich zu anstrengend. Aber ich bin sicher, es gibt Menschen, die das toll fänden, wenn man in diesem Zustand dauerhaft sein könnte. Es ist rein nüchtern, wissenschaftlich, biologisch, medizinisch gesehen, es ist so ein physiologisch-psychologischer Ausnahmezustand. Man könnte auch, wenn man zynisch ist, sagen, temporäre Umnachtung oder temporäre Unzurechnungsfähigkeit. Also sozusagen die Fähigkeit zur klaren Entscheidung ist sicherlich nicht am ausgeprägtesten, wenn man gerade total Hals über Kopf verliebt ist. Die Merkmale von Verliebtsein ist ein intensives Verlangen nach Kontakt, nach Nähe. Wiederum eine Idealisierung der anderen Person. Ja, wenn wir verliebt sind, dann ist alles rosarot. Und die Macken, die entdecken wir erst später, wenn wir entliebt sind. Aber wenn wir verliebt sind, sehen wir nur das, was wunderbar ist in unserem Gegenüber.
Ein weiteres Merkmal ist das Gefühl, man könnte alles bewältigen, wenn nur die Liebe erwidert wird. Also man hat das Gefühl, wenn diese Liebe erwidert wird, dann können wir alles zusammen, können wir alles packen. Und es ist die, oft Teil der Erfahrung ist, es passiert uns. Es ist etwas, was uns geschieht. Es ist nicht etwas, was wir aktiv tun, sondern es ist etwas, was uns überkommt. Das stimmt nicht ganz, da tut man schon seinen Teil zu, indem man es vielleicht schürt oder zulässt oder nährt, aber das ist eine andere Sache. Das Gefühl ist oft, die Empfindung ist oft, dass es uns überkommt, dass es uns passiert. Oder die Engländer sagen auch, we fall in love, wir können nichts dafür, we fall in love, wir fallen in das Verliebtsein. Und Verliebtsein ist sehr flüchtig, auch das wissen wir. Angeblich ist wissenschaftlich erwiesen, dass Verliebtsein als Zustand maximal 6 Monate halten kann. Manche sagen auch 1 Jahr, wobei das scheint mir schon ziemlich lang, ehrlich gesagt. Kommt vielleicht darauf an, wie oft man sich sieht. Und das wissen wir alles. Alles, was ich jetzt gerade gesagt habe, wissen wir alles. Wir alle wissen, dass Verliebtheit ein vorübergehender Zustand ist, dass es flüchtig ist und nicht anhält. Und trotzdem denke ich, so viele von uns haben irgendwo doch noch die Erwartung, dass ein bisschen was davon dauerhaft ist. Nicht dieser ganz große, das ganz große Gefühlstheater, dieses große Drama, aber dieses Gefühl von einer gewissen Verzauberung, von einem gewissen Glücksgefühl, von einer Verbundenheit, das muss doch dauerhaft sein. In gewisser Weise ist da auch die Idee, das müsste, wenn das die richtige Person ist, ja, wenn der Richtige oder die Richtige ist, in den ich mich verliebt habe, dann müsste so ein Grundgefühl davon, auch wenn es nur ein bisschen und viel ruhiger ist, müsste das immer von selbst da sein, weil wir uns ja lieben. Als wäre das sozusagen Schalter, der einmal eingeschaltet wird und dann fließt das und fluppt von selbst. Und die Ehescheidungsquoten zeigen, dass das vermutlich eine grundsätzlich absolut falsche Ansicht ist. Ja, das Gefühl verschwindet, weil ja, im Buddhismus ist eine der Sachen, die der Buddha gelehrt hat, alle Phänomene entstehen und vergehen. Alle Phänomene entstehen und vergehen. Das heißt, wenn da ein Gefühl von Liebe ist, auch ein Gefühl von Hingezogensein, auch ein Gefühl von Seelenverwandtschaft, das sind alles nur Phänomene, die entstehen und die vergehen. Und das braucht man gar nicht nur theoretisch so sich zu überlegen, das kann man auch ganz praktisch gucken. Wahrscheinlich kennt ihr das aus eurem Leben, dass diese starken Gefühle, aber auch die schwachen Gefühle sich verändern. Das heißt nicht, dass da nichts übrig bleibt, aber sie verändern sich. Sie bleiben nicht so, wie sie sind. Und sehr oft, wenn wir aus so einer Phase von Verliebtheit kommen, dann irgendwann ist das Erwachen und plötzlich sehen wir auch die Macken in unserem Gegenüber und vielleicht finden wir unseren Partner, unsere Partnerin zunehmend nervig oder anstrengend oder langweilig und denken, okay, dann war das doch nicht der Richtige oder war doch nicht die Richtige, dann muss ich wohl Schluss machen, weil es war ja wohl nichts zwischen uns und dann suche ich weiter, weil irgendwo wird Mr. oder Mrs. Right schon sein. Und auch wenn ich das jetzt total überziehe und ich hoffe, dass niemand so tickt, wie ich das gerade, niemand in diesem Raum so tickt, wie ich das gerade geschildert habe, wahrscheinlich so ein klein bisschen erkennen wir uns schon da drin in dem, was ich gesagt habe. Natürlich glaubt keiner von uns wirklich an den Traumprinzen oder die Traumprinzessin. Und trotzdem sind viele Menschen irgendwie ein Leben lang auf der Suche. Obwohl wir wissen, dass es Traumprinzen und Traumprinzessinnen nicht wirklich gibt. Ja, wir suchen nach der Liebe, die sich einstellt und die bleibt. Und Soziologen sagen auch, dieses ganze Beziehungsfiasko, was so in der heutigen Zeit so üblich ist, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich fand das einen interessanten Gedanken. Es kommt durch eine Kombination aus von diesem romantischen Liebesideal, was nach der idealen Person sucht, und einer mehr materialistisch-kapitalistischen Herangehensweise, die uns schnelle Erfüllung, wir wollen schnelle Erfüllung, wir sind gewohnt, dass wir kriegen, was wir wollen, wir können es uns kaufen. Und wenn man diese beiden Sachen kombiniert, dann heißt das eine rastlose Suche nach dem Richtigen und ein ziemlich schnelles Fallen lassen, wenn es dann doch nicht der oder die Richtige ist, und Suche nach dem nächsten Richtigen und wieder ein ziemlich schnelles Fallen lassen. Also eine Art Konsumhaltung und einen Hunger, der nicht gestillt wird und der keine dauerhaften Beziehungen ermöglicht. Okay, was sagt der Buddhismus? Was sagt der Buddha über Liebe? Also erstmal ist Liebe ja so ein schillerndes Wort, dass es im Buddhismus ganz viele Begriffe dafür gibt. Und einige davon, die am bekanntesten sind, am bekannteren sind der Begriff Karma. Nicht Karma, sondern Karma, ohne R. Und man könnte das übersetzen mit sinnlichem Begehren, sinnlicher Lust. Ja, das bestimmt vieles von dem, was so oft als Liebe bezeichnet wird.
ist im Grunde genommen, wenn man wirklich schaut, hauptsächlich sinnliche Lust oder sinnliches Verlangen. Ein zweiter Begriff, den man oft findet im Buddhismus, ist Pema. Pema, Pema. Und Pema könnte man erklären als die Liebe, das sind also Emotionen, schon auch von Zuneigung, von Nähe, von Verbundenheit. Aber Pema hat immer etwas Klebriges. Pema hat immer auch mit Anhaften zu tun. Pema ist die Liebe, die sicherlich auch altruistische Elemente hat. Man will dem anderen was Gutes tun, aber man will auch vor allem für sich selbst was raushaben. Also Pema ist die Liebe, die was haben will, die klebrig ist. Und wahrscheinlich ist das ein großer Teil unserer Zweierbeziehung hat mit Pema zu tun. Wir hängen unser Herz an jemanden. Das ist, was Pema ist. Wir hängen unser Herz an jemanden. Bei Metta hängen wir unser Herz nicht an jemanden. Da verströmt es Brei. Bei Pema hängen wir unser Herz an einen bestimmten Menschen oder mehrere Menschen oder können auch unser Herz an Dinge hängen. Und wenn dann diese Dinge oder Menschen nicht das tun, was wir von ihnen erwarten, dann tut unser Herz weh. Das ist auch ein Zeichen für Pema. Mein Herzschmerz hat, war wahrscheinlich Pema involviert und beteiligt. Pema ist die Suche nach einem Gefühl, nach einer Verbundenheit, nach einer Liebe, die uns ein Gefühl von Sicherheit und Halt gibt, Rückhalt, Stabilität. Und wenn man versucht, Metta und Pema so auseinanderzudröseln, manchmal weiß man nicht, was ist denn das jetzt, was ich gerade empfinde? Ist das Metta? Oder ist das doch vielleicht Pema? Dann kann man sich ganz ehrlich fragen, sind gerade im Moment die Bedürfnisse des anderen im Mittelpunkt oder meine eigenen? Oder eine Mischung aus beiden? Ja, wenn hauptsächlich mein eigenes Bedürfnis gerade besonders laut sich meldet, dann ist es Pema und nicht Metta. Also wenn ich das Gefühl habe, ich liebe dich so, ich brauche dich, dann ist es ganz klar Pema und nicht Metta. Metta hat mit Brauchen nichts zu tun. Oder wenn ich das Gefühl habe, ich kann nicht ohne dich, ja, das ist Pema, das ist total Pema. Anhaften. Wie gehen wir mit Pema um? Wahrscheinlich erstmals anerkennen, ist ein ganz guter Anfang. Und es beobachten und zu sehen, das ist Hunger. Ne? Pema, anhaften ist eine Form von Hunger, ist eine Form von Unerfülltheit, von Verlangen, von Sehnsucht, von Brauchen, von Habenwollen, Gefühl von Leere letzten Endes. Und das ist eigentlich, ja, das ist so eines der großen Themen in unserer spirituellen Praxis, Hunger. Ob das der Hunger ist nach menschlicher Nähe oder der Hunger nach Bestätigung oder nach gesehen werden oder der Hunger nach allem Möglichen ist natürlich ein Riesenthema. Ja, kann ich jetzt auch nicht wirklich alles zu sagen, was man zu sagen kann, weil es ist einfach eine der großen Arbeitsfelder in unserer buddhistischen Praxis, mit Hunger umzugehen. Und Hunger dieser Art werden wir begegnen, höchstwahrscheinlich auch in Paarbeziehungen. Ja, und die große Aufgabe, das wissen wir alle, ist die Entwicklung von Metta. Das heißt eigentlich die Form von Liebe, die wir meistens meinen, wenn wir hier von Liebe sprechen, ist Metta. Ist nicht die anhaftende Liebe, ist nicht die klammernde Liebe, ist nicht die Liebe, die haben will und die eigenen Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt, sondern die Liebe, die einfach sich verströmt und einfach die Bedürfnisse des anderen Menschen wahrnimmt. Diese existenzielle Verbundenheit, die ich nicht habe, weil ich da was haben will, sondern weil das die Natur der Realität ist, dass wir existenziell verbunden sind. Metta hat viel mit Weisheit zu tun. Und wie wir alle wissen, ist Metta einfach eines unserer wichtigsten Übungsfelder. Wahrscheinlich eines der ersten Sachen, die wir hier gelernt haben, waren Vergegenwärtigung des Atems und Metta Bhavana. Das heißt, Metta Bhavana ist, und die Idee von Metta ist eine der allerersten Dinge, die uns begegnet sind, als wir hier ins Zentrum zum ersten Mal gekommen sind. Okay, was unterscheidet Metta von diesem, wenn ich jetzt schaue, was ich vorhin beschrieben habe, die Idee von romantischer Liebe. Was ist an Metta anders, wenn ich versuche, einem Menschen Metta entgegenzubringen? Naja, zu einem ist Metta eigentlich kein Gefühl. Wir beschreiben das oft als Gefühl. Wenn wir anfangen, mit Bhavana zu unterrichten, sagen wir oft, es ist ein Gefühl, weil es zum Einstieg eine gute Weise ist, das zu unterrichten. Aber wenn ihr schon eine Weile länger Metta Bhavana übt, dann habt ihr wahrscheinlich gemerkt, es geht eigentlich nicht primär um ein Gefühl. Metta ist nicht ein Fühlen, sondern Metta ist ein Wollen. Ein Unterschied. So ein subtiler Unterschied, dass ich mich hüten würde, das reinzubringen, wenn ich jemandem zum ersten Mal Metta Bhavana beibringe. Aber nach einer Weile wäre das gut, wenn man den Unterschied merkt. Bei Metta geht es eigentlich nicht um die Entwicklung von Gefühlen, sondern um die Entwicklung einer Haltung. Metta ist eine Haltung.
Das ist eine Weise, wie ich einem anderen begegne, unabhängig davon, was für Gefühle der oder die in mir auslöst. Deswegen kann Metta auch unterschiedslos Menschen entgegengebracht werden, die wir mögen, und Menschen, die nicht mögen. Menschen, die wir mögen, sind die, die uns angenehm sind. Und angenehm ist ein Gefühl. Ja, wenn ich mit jemandem zusammen bin und ich finde das total nett mit der Person, dann ist das ein angenehmes Gefühl, muss aber nicht Metta sein. Metta kann ich haben mit jemandem, der mir auch total unangenehm ist. Jemand, in dessen Gegenwart ich mich unwohl fühle, den kann ich trotzdem Metta entwickeln. Ja, das zeigt schon, es geht hier nicht um Fühlen in dem simplen, in so einem simplen Verständnis. Manchmal versucht man in der Metta-Bhavana so riesen Gefühle aufzuschäumen und das ist ein bisschen, geht in die falsche Richtung. Es geht um eine Haltung von Wohlwollen, eine Haltung von Bejahung dem anderen Menschen gegenüber, eine Haltung des sich Öffnens und des Wahrnehmens der anderen Personen. Das ist eigentlich Metta, ist viel ruhiger. Aber wenn man diese Haltung hat, ist die oft von Gefühlen begleitet. Und deswegen ist natürlich auch, wenn man wirklich in einer Position ist und in einer Situation, wo man tiefes Metta empfindet, sind meistens auch Gefühle da. Aber die Gefühle sind mehr die Begleiterscheinung. Ja, wir haben diesen Fachbegriff im Buddhismus, Vedana, den viele von euch kennen, aber wahrscheinlich nicht alle. Vedana ist Empfindung. Und ob etwas angenehm oder unangenehm ist, ist ein Vedana, ist eine Empfindung. Und Metta ist kein Vedana. Metta ist ein etwas Karmisches, etwas, was wir aktiv tun. Aber Vedanas, angenehme Empfindungen begleiten oft Metta. Was sehr schön ist. Aber auch nicht immer. Man kann auch Momente haben, wo man wirklich Metta empfindet, aber da ist kein angenehmes Gefühl, sondern vielleicht da sogar Trauer oder Schmerz. Das kann auch da sein. Also das ist einer der Unterschiede im Gegensatz zwischen diesem romantischen Liebesideal und der Entwicklung von Metta, dass es nicht um das Hochbauschen von Gefühlen geht, sondern um was viel Solideres, viel Grundständiges, nämlich eine Haltung dem Gegenüber. Und Metta ist kein Ding. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir von Liebe so reden, als wäre es entweder da oder nicht. Als wäre es fast so eine Art Gestalt oder ein Ding. Also manchmal, wenn man so ein Gespräch unter Freundinnen hat und es geht darum, wie funktioniert es mit der Beziehung, und dann ist die klassische Frage ist, liebst du ihn denn noch? Oder liebt er dich noch? Als könnte man Ja oder Nein sagen, als wäre das so ein Lichtschalter, den man an und da ausmacht. Aber so ist unser Bild von romantischer Liebe. Entweder dieses hohe Gefühl ist da oder es ist nicht da. Und wenn es nicht da ist, dann ist, sagen wir manchmal, sowas wie, da ist was verloren gegangen oder da ist was zerbrochen. Und schon diese Sprache macht das so dinghaft, als wäre da etwas gewesen, ein Phänomen namens Liebe. Jetzt ist es weg, da können wir auch nichts für, ist jetzt weg. Ist kaputt, lässt sich auch nicht wiederherstellen, ist ja weg. Das ist, wir können gar nicht anders als die Welt zu sehen, weil wir die Welt ständig verdinglichen. Das ist unsere unerleuchtete Sicht der Welt. Wir verdinglichen die Welt um uns herum. Wir sehen etwas und nennen es Liebe. Und wenn sich das nicht mehr so anfühlt, dann sagen wir, ich liebe diese Person nicht mehr. Die Liebe ist weg, die ist verschwunden, die ist erloschen. Etwas in uns, in unserer Beziehung ist zerbrochen, es lässt sich nicht mehr kitten. Das sind doch so Worte, die man gerne mal verwendet, wenn man darüber spricht. Aber eigentlich ist Metta überhaupt auch nicht ein Ding, sondern ist ein Prozess. Es ist ein Prozess, so wie alles eigentlich ein Prozess ist. Wenn ich Metta kultiviere, kann ich sagen, jetzt ist Metta da, jetzt ist Metta weg, jetzt ist wieder da, sondern ich mettisiere. Eigentlich sollte es ein Verb sein und kein Substantiv. Ich mettisiere. Neues Wort. Ich entwickle Metta. Ich habe eine Haltung von Metta. Und wenn wir so eine Haltung haben, so ein Verständnis von menschlichen Beziehungen, von allen menschlichen Beziehungen, einschließlich der Paarbeziehung, und wenn wir dann eines Morgens aufwachen, nach der frischen Verliebtheit, merken, mein Partner ist mir gerade gar nicht so sympathisch. Ich mag den gerade gar nicht so. Und das ist sowas, das, also ehrlich gesagt, wer von euch schon länger eine Beziehung hat und diese Gefühle noch nie hatte, dem glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt die Situation, wo man merkt, boah, ich mag die Person jetzt gerade nicht. Eigentlich ist es mein Freund oder meine Freundin oder mein Mann, meine Frau, aber irgendwie gerade ist mir diese Person gerade irgendwie zuwider oder unsympathisch oder boah, das bleibt mir vom Hals. Das passiert. Auch das lehrt der Buddhismus, Gefühle kommen und gehen. Gefühle kommen und gehen. Wenn ich aber ein Verständnis habe von Liebe als etwas, was ich tue, dann denke ich nicht, oh Gott, unsere Beziehung ist zu Ende. Oder oh Gott, es war doch der Falsche. Oder oh Gott, etwas ist verloren gegangen und zerbrochen. Sondern ich denke nur, ich habe einen schlechten Tag und offensichtlich ist da gerade in meinem Geist Aversion. Ich aversiere gerade.
Ich mettisiere nicht, sondern ich aversiere gerade. Wir müssen echt die ganze Sprache umstrukturieren, um buddhistisch sprechen zu können. Dieser Moment von Panik, oh Gott, vielleicht war es doch nicht die richtige Person, den können wir uns sparen, weil es ist einfach eine Geisteshaltung. Und jetzt gerade war es die Geisteshaltung eher von Aversion geprägt oder von Langeweile oder von Unzufriedenheit und kein Drama. Das war schon mal anders und es wird wieder anders, ja? Vedanas kommen und gehen. Chittas, also Geistesimpulse kommen und gehen. Aber wohin sie gehen, da haben wir einen Einfluss drauf. Das haben wir gelernt vom ersten Tag, als wir in dieses Zentrum kamen, Meditation gelernt haben, haben wir gelernt, wir haben einen Einfluss darauf, wohin die sich bewegen. Wir können sie nicht kontrollieren, aber wir haben Einfluss auf die Richtung unserer Emotionen. Das heißt, was zählt, ist unser Karma, unser aktives Tun, wie wir Metta entwickeln, wie wir lernen, ein liebevolles Herz zu kultivieren. Und das ist was, das lernen wir natürlich nicht von heute auf morgen. Und im Grunde genommen ist die Beziehungsarbeit, die wir leisten in einer Paarbeziehung, nicht anders als die Beziehungsarbeit, die wir in jeder Beziehung leisten, in der Beziehung zu unseren Freundinnen, zu unseren Freunden, zu unseren Eltern. Ab einem gewissen Punkt auch, wenn die wahrscheinlich auch zu unseren Kindern. Am Anfang funktionieren noch die Instinkte, aber ab einem bestimmten Punkt muss man auch den eigenen Kindern gegenüber diese Beziehungsarbeit leisten. Das ist einfach ja, das Wesen von zwischenmenschlichen Beziehungen. Also Liebe aus buddhistischer Sicht ist ein geduldiges Pflegen einer Haltung, ein geduldiges Arbeiten an einer Haltung. Es ist nicht dieses von selbst Fliegen. Und wenn wir die Vorstellung haben, eine Liebesbeziehung ist dann gut, wenn wir das Gefühl haben, wir fliegen, dann werden wir hauptsächlich auf die Schnauze fliegen. Okay, also das ist das eine Erbe der Romantik, diese Überhöhung vom Gefühl auf Kosten des Tuns. Und die andere, ihr erinnert euch, was ich vorhin gesagt habe, das andere Erbe der Romantik ist die Überhöhung des Partners, also diese Ideal, die Vorstellung eines Partners als Ideal. Und auch davon sind Menschen heute noch echt geprägt, glaube ich. Und vielleicht ist das sogar ganz besonders stark in der Moderne, weil wir weniger Beziehungen haben. Die meisten Menschen haben weniger Beziehungen. Wir leben nicht mehr in Großfamilien wie noch vor zwei Generationen. Das heißt, wir haben weniger Beziehungen in der größeren Familie. Vielleicht haben wir noch nicht mal Geschwister. Vielleicht haben wir keine Kinder. Oft sind wir sind eine sehr mobile Gesellschaft. Oft sind wir schon x-mal in unserem Leben umgezogen. Das heißt, wir haben auch nicht unbedingt stabile Beziehungen in unserer Nachbarschaft, in unserer Dorfgemeinschaft, wie das vielleicht in früheren Generationen noch war. Und dann ist sozusagen die Partnerbeziehung, ist die Beziehung, die einfach noch mehr diese Wichtigkeit bekommt. Und wir erwarten von unserem Partner, unserer Partnerin, dass sie möglichst all unsere Bedürfnisse erfüllen. Und alles kommt zusammen, alle Erwartungen. Ich meine, wir sind menschliche Wesen, wir haben wirklich ein angeborenes Bedürfnis nach Beziehung. Wir können nicht leben ohne Beziehung. Aber wir haben nicht ein angeborenes Bedürfnis, alles von einer Person zu kriegen. Das ist erworben, dieses Bild, das ist neu. Das heißt, wenn wir diese gesunden Bedürfnisse alle auf eine Person schütten, dann was muss unser Partner alles sein oder unsere Partnerin? Natürlich erstmal Liebhaber. Ja, die Partnerin muss möglichst immer noch sexy sein, egal in welchem Lebensalter. Der Partner muss auf jeden Fall immer noch sexuell potent sein. Und wir müssen aufregenden Sex haben bis ins hohe Alter. Ja, das ist sicherlich was, was wir erwarten. Ja, möglichst nach 20 Jahren Ehe immer noch Herzklopfen. Kriegt das erstmal hin. Dann muss der Partner ein Freund sein, Freundin. Ja? All diese Bedürfnisse, die wir haben nach Intimität, nach Nähe, erwarten wir auch von unserem Partner. Wir wollen nicht nur, dass er ein guter Partner ist im Sinne von einem sexuellen Partner, wir wollen auch Freundschaft haben. Wir möchten an unserem Partner, unserer Partnerin die Seele ausschütten können. Wir möchten, dass sie uns verstehen, dass sie wissen, was in uns psychologisch abläuft, dass sie am Ball bleiben mit unseren inneren Entwicklungen und Verständnis und Interesse zeigen und wir wollen mit ihnen zusammen reflektieren können über unsere psychologischen Muster und was auch immer, was uns so beschäftigt, was man so mit Freunden normalerweise tut. Dann muss der Partner nicht nur das sein, nicht nur Freund und Sexpartner, sondern auch noch einen Partner in praktischen Belangen. Ja? Das muss die Person sein, mit der wir ein Haus gekauft haben oder ein Haus bauen oder eine Finanzgemeinschaft haben, die möglichst ökonomisch stabil sein soll, mit dem wir vielleicht Kinder aufziehen wollen. Soll also ein guter Vater sein, soll eine gute, liebevolle Mutter sein. Wir erwarten also Arbeitsteilung, wir erwarten praktische Fähigkeiten aller Art in unserer Kooperation. Wir wollen vielleicht auch noch, selbst auch manchmal noch bemuttert
werden. Und vielleicht sucht man in unserem Partner, unserer Partnerin auch manchmal noch ein bisschen Papa oder Mama. In dem Moment, wo wir möchten, dass wir bedingungslos geliebt werden, das ist eigentlich was, das tun nur Eltern, bedingungslos lieben. Und wahrscheinlich auch nur bis zu einem bestimmten Punkt. Pubertät. Das war jetzt nicht ganz ernst gemeint. Aber ne, dieser Wunsch nach bedingungslose Liebe ist eigentlich was sehr Kindliches. Eigentlich ist das nicht, wie Erwachsene miteinander umgehen. Und trotzdem erwarten wir das von unserem Partner, unserer Partnerin durchaus manchmal. Wir möchten beschützt werden, bemuttert werden, angenommen werden. Ja, und wenn wir dann noch Buddhisten sind, dann muss diese arme Person, mit der wir zusammen sind, auch noch unser spiritueller Freund sein oder unsere spirituelle Freundin, wo wir unsere spirituellen Prozesse reflektieren können und tief gemeinsam spirituelle Erfahrungen machen können. Meine Güte, was für eine Überfrachtung einer einzelnen Person. Und wer würde all diesen Rollen gerecht werden können? Ja, das ist ein vollkommen unrealistischer Anspruch. Und es ist kein Wunder, wenn Beziehungen zerbrechen, wenn man sie dermaßen mit Erwartungen überfrachtet. Als Buddhisten können wir uns sagen, wenn wir merken, dass wir all diese Sachen, ja, vielleicht ist es ja nicht ganz so extrem bei euch, aber na, wenn wir ehrlich sind, wir erwarten schon ganz schön viel von unseren Partnern, wenn wir welche haben. Vielleicht haben wir auch keine, weil wir so viel erwarten, dass keiner unseren Bedürfnissen gerecht wird, dass wir deswegen einfach niemanden finden, mit wem wir es überhaupt wirklich probieren wollen. Du ahnst ja nicht viel von dir erwartet. Oder das, wir ahnen, was von uns erwartet wird und trauen uns nicht ran, genau. Aber in gewisser Weise kommt hier der zweite Vorsatz ins Spiel. Ja? Der zweite Vorsatz heißt, nichts zu nehmen, was nicht gegeben wurde. Und wenn wir eine Person, egal welche Person, so überfrachten mit unseren Bedürfnissen, unseren Erwartungen, ist das im Grunde genommen ein Verstoß gegen den zweiten Vorsatz. Wir nehmen das Nichtgegebene. Ja, vielleicht ist meine Partnerin oder mein Partner eine super Mutter oder Vater meiner Kinder und toller Freund, aber vielleicht ist er nicht der Versorger oder sie ist nicht die super sexy, was weiß ich, ne? Also wahrscheinlich werden sie nicht alle Rollen erfüllen können. Und das von jemandem zu fordern, ist im Grunde genommen was Unmögliches zu fordern, was nicht Gegebenes zu nehmen. Das heißt, wenn wir den zweiten Vorsatz üben, dann üben wir uns darin, weniger zu schauen, was brauche ich, was will ich, was sind meine Bedürfnisse, was will ich von dir haben, sondern mehr zu gucken, was kann ich geben. Ja, wie kann ich deine Bedürfnisse mehr wahrnehmen? Das ist diese Arbeit am zweiten Vorsatz. Nicht leicht, aber wichtig, unerlässlich. Was auch hilft, außer am zweiten Vorsatz zu arbeiten und realistischere Erwartungen zu haben, ist eine Bandbreite von Beziehungen zu pflegen. Das ist auch was, wo ich das Gefühl habe, da haben wir eine Chance im Sangha, dass wir es viel gesünder ist, statt so viele Erwartungen auf einen Menschen zu richten, eine ganze Bandbreite von wirklich engen Herzensbeziehungen einzugehen. Also ich denke, ich habe viele Freundinnen und Freunde, wirklich eine ganze Bandbreite von Freundinnen und Freunden, sodass ich zum Glück dem armen Anisita nicht abverlange, alle meine menschlichen, zwischenmenschlichen Bedürfnisse zu erfüllen. Ja, weder könnte er es, noch würde er es wahrscheinlich wollen, aber es ist auch nicht nötig, weil ich viele Freundschaften habe. Es gibt so ein berühmtes Sutta, das Sigalovada Sutta, wird auch öfter zitiert, eine Lehrrede des Buddha, wo es unter anderem wichtiger, zentraler Thema in diesem Sutta ist, dass es eine ganze Bandbreite von Beziehungen gibt. Und der Buddha unterweist einen jungen Mann über die Beziehungen in seinem Leben. Und er sagt, es gibt 6 wichtige, zentrale Beziehungen in deinem Leben. Und in allen hast du deine Pflichten zu erfüllen und hast du deinen Dharma zu üben. Und das erste ist die Beziehung zu den Eltern, die Beziehung zu den Lehrern, die Beziehung zu, ich habe es hier aufgeschrieben, Frau und Kind. Ja, wird unter einem Überschrift genannt. Die Beziehung zu Freunden, die Beziehung zu Untergebenen, oder man könnte vielleicht auch erweitern sagen, Kollegen, und die Beziehung zu spirituellen Lehrern. Also von diesem ganzen Beziehungsspektrum ist der Partner oder die Partnerin nur eine halbe Beziehung, nämlich nur die Hälfte von Frau und Kind. Ja, er spricht da mit einem jungen Mann. Und das ist eine viel gesündere Herangehensweise, statt zu sagen, alles in eine Beziehung, alles von einem Menschen erwarten, zu sagen, ja, ich gehe viele Beziehungen oder mehrere Beziehungen, genügend Beziehungen in meinem Leben an, sodass ich niemanden mit meinem ganzen Ballast überfordern muss. Ja, das waren so meine Gedanken für heute erstmal. Nächste Woche spreche ich ein bisschen auch über Arbeitsfelder in einer Beziehung.